Hallo und herzlich willkommen zurück zum Zelda Majora's Mask in den finalen Part. Ich sag es euch gleich, nämlich wir machen den ersten Schritt mit dem Gottheitmaske. Und dann, sobald wir den Endboss besiegt haben, dann lade ich und zeige euch, falls ich selber weiß, wie es ohne Gottheitmaske funktioniert. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe Majora's Mask nie ohne Gottheitmaske gekämpft. Nie. Ich habe immer die benutzt. Genau das. Tja. Seine Besonderheiten, gleiche Töne aus Zelda Ocarina of Time, mit dieser blauen Magie von der Milch-Check-Tau, das wir getrunken haben, haben wir unendlich lang in diesem Bereich Magie, unendlich blau. Das heißt, wir können unendlich viele Strahlen schießen, Lichtpfeile und die Check-Tau-Milch. Ist wirklich, wirklich empfehlenswert, weil sonst habt ihr die meisten Probleme. So, aber jetzt geht es los. Grimmigen Gottheit. Ich hoffe, ihr könnt alle anderen Videos sehen, weil wenn bei Hochladen ist etwas. Etwas da gestanden ist. Und ja, ich hoffe nicht, dass es auf privat gestellt ist. Ich hab's öffentlich. Was ist laut? Ich hab's auf öffentlich gestellt. Alle Videos. Ich hoffe, dass es auf öffentlich bleibt. Das sind die Besonderheiten. Und das mit dem Spiel. Schwert oder Magie-Schwert ist der Boss so schnell kaputt. Eins, zwei. Nein. Drei. Vier. Sehr schnell. Geil, oder? So. Ja. Die Phase Nummer 1. Das war Nummer 2. Jetzt kommt die Nummer 3. Genau, jetzt kommt Phase 3. Gerade wie das echt ohne die Maske funktioniert. Oh Gott. Da muss ich passen. Majora's Incarnatio. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und er ist sehr schnell. Einmal. Jawohl, echt geil. Die Maske ist so geil. Ha. Okay. Phase 4. Die letzte Phase. Ui. Jetzt haben wir aber Angst. So, Majora's Magia. So, einmal, zweimal. Und. Dreimal. Yes. So. Achtung, ich blende es ein. Ich lade auch. Nicht erschrecken. Und ab. Jetzt. Okay, bin wir da. Wie gesagt, ich habe geladen, weil jetzt zeige ich es euch ohne die Maske. Und die Maske ist schon echt verdammt stark und geil.
Aber es wird ziemlich kompliziert. Ich habe das noch nie ohne Maske gemacht. Wirklich noch nie. Ich habe jetzt voll die Panik. Aber wird schon schief gehen. Im letzten Part muss man nochmal richtig reinhauen. Und ja. Wow, wie das funktionieren soll. Aha. Ich weiß wirklich. Sollte ich einmal die Maske jetzt benutzen, dann bin ich ein Loser. Benutze ich nur, wenn es wirklich Notfall ist, aber... Entschuldigung. Aber ich mache es ohne... Ohne die Maske. Das ist das erste Problem. Das hier auch nicht. Ach du Scheiße, wie geht das? Mal verlaufen. Ach verdammt. Ich versuch's mal mit den Pfeilen. War das von daneben? Sehr fix. Nur das mal nach rechts. Wie soll das gehen? Komm. Hä? Das sieht auch nicht. Muss ich jetzt schon schneiden? Da muss man nur schnell sein. Mit dem hier? Ach Mensch, ich weiß es echt nicht. Nein. Ach, mit Soda vielleicht. Nein, das kann man nicht einsetzen. Auch nicht. Nein, normale Maske kann man nicht einsetzen. Nur Gesicht der gläubigen Gottheit. Ach verdammt. Ah, von hinten aus. Einmal, okay. Man muss den Lichtball von hinten wirklich drauf treffen. Okay. Sehr schön, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Alter! Einmal! Zweimal! Der verpiss dich! Einmal! Einmal!
weil ich die Magie geschützt habe. Die Magie. Zweimal. Und dreh dich um. Dreh dich um. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah, okay, okay, okay. Aha. Sehr geil. Geil, geil, geil. Okay, mit Spiegel schön zurückschießen. Nein, dieses Mal nicht. Okay, sehr kompliziert. Okay, dann noch so, und zumal. Zweimal. Nein, ich finde geil, egal, egal. Hauptsache man hat mich. Ja, sehr schön. Ach, du Schreck. Okay, nein. Oh nee, nichts ist zu viel. Haha. Phase Nummer 1. Ohne die Maske. Besiegt. Also ohne die grimmige Gottheit. Wow, muss ich schon sagen. Kompliziert. Wenn man es erst einmal macht. Aber mutig. Mutig, mutig. Okay, okay, okay. Genau, genau, genau. Oh, okay. Sieht eins aus. Nein. Weg, 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 weg. Ach so, er schießt zurück. Sehr schön, sehr schön. Bleib da, bleib da, Mensch. Ab. Oh, da fällt. Und nochmal, jawoll. Yes. Jetzt, liebe Freunde, die letzte Phase. Da habe ich das erste Mal mit dem normalen Ding geschafft. Wow. Ich bin stolz. Ui, jetzt habe ich aber Angst. Meine Musik war zu aggressiv. Komm mal! Ja, Konstellation! Ohne die Fee zu helfen, komm mal! Einmal, zweimal! Aua. So, genau, genau. Sehr schön. Nein, das wollte ich. Hab schon getroffen. Digga. Verpiss dich. Ach. Scheiße. Nicht hängen bleiben, bitte. Ach komm! Ja, geil! Wie geil! So, jetzt brauchen wir nicht mehr laden. Ja, liebe Freunde, das war's.
Dieses Spiel ist vorbei. Aus. Projekt abgeschlossen. Bis auf Glitches. Warte gleich. Das einzige, was wir noch machen, wenn ich es nicht vergesse, sind Glitches. Oh Mensch, so laut. Also, tut mir leid, diese Musik ist so laut, gefällt mir gleich. Ich hoffe, ihr könnt mich sehr gut verstehen. Ich glaube zwar nicht, aber ich hoffe. So Leute, wie gesagt, Projekt ist vorbei. Bis auf das, was sie machen wollten, sind Glitches und Bug und manche Sachen. Easter Egg vielleicht, aber mal schauen. Nur vielleicht. Ja, das Problem ist jetzt, was machen wir als nächstes? Banjo-Tooie, Slenderman oder... Dämmerung eines neuen Tages. Jawoll. Bang. Ja, da ist wieder so viel. Ah, er ist wach. Okay, Horrorkid. Alle sind wieder zufrieden. Der Mond ist auch wieder nach oben. Und die vier Giganten. Sehr schön. Schade, das Spiel ist schon vorbei. Aber manche Aufgabe. Oh, warte. Ihr habt mich also nicht vergessen. Ihr seht mich immer noch als euren Freund. Euren Freund, ne? Was macht als nächstes? Aber ich glaube wirklich schon Banjo-Tooie. Wenn wir schon Banjo-Castle gespielt haben, dann auch schon Banjo-Tooie. Wie gesagt, nur vielleicht. Und... Was nun? Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Ja, allerdings. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Hey, du hast den gleichen Kino von dir wie das Fähnchen in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Okay. Ich weiß, lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Der Mario-Maske hinten auf der Rücken. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Liebewohl sagen. Ja, das sehen wir tatsächlich nie mehr wieder. Außer bei einem Zellerteil noch. Das war ja Princess Horse nicht. Boah, solltest du jetzt nicht auch
nach Hause gehen. Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Leider. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Ja, Super Mario Maske. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jede Maske, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Und einfach verschwunden, genau. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für immer was ist eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Ja, das war's. Glaube ich, oder? Kommt noch was? Bade! Mein Spitzname! Danke! Ach ja, ein paar Cheats werde ich euch auch vielleicht noch zeigen. Shigeru Miyamoto hat dieses Spiel auch überwacht dabei, zumindest. Er ist ja auch der Macher von Zelda Mario. Ja, echt cool geworden. Ich weiß zwar nicht, ob Zelda Majora's Mask anwählen. Oh, stimmt. Das haben wir auch noch vor uns. Oh, stimmt. Leute, bitte denkt dran. Ich vergesse so viel. Kann man woanders mal. Irgendwann, wenn wir mal Lust haben, aber zeigen. Meine Stimme schwer. Dann zeige ich euch auf alle Fälle, wie man das den Fest bei der Zora macht. Hinbekommt. Das ist mir sehr kompliziert. Und ja. Wenn nun das Spiel vorbei ist, sage ich auch euch Lebewohl und herzlich willkommen zum bald einem neuen Projekt. Wann es kommt, weiß ich nicht. Mal schauen, zum Spotify-Stream, Speedrun, Glitch, Cheats und so weiter, vor allem Horror-Spiele. Horror mache ich auch vielleicht auf alle Fälle zwischendurch. Und ja, dann wünsche ich euch auf alle Fälle noch viel Spaß bei dem Ende. Und wenn euch dieser Part gefällt, lasst den Daumen hoch da, bitte. Und bitte, bitte abonnieren, nicht vergessen. Würde mich sehr freuen. Und ja, teilen, kommentieren. Und so sehen wir uns bald wieder. Also dann, bis bald und ciao.